Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Niflheim. So, in der letzten Folge haben wir hier noch etwas unsere Burgverteidigung aufgestuft. Sprich, wir haben ein neues, größeres Haus und einen größeren Wachturm. Für mehr hat jetzt leider das Material nicht gereicht. Ich war jetzt auch zwischen den Folgen nicht großartig Holzfarmen, aber ich habe festgestellt, dass wir hier in der Schmiede... Moment mal, Kurzbogen. Mensch, der wäre sogar besser als unsere. Da bräuchten wir jetzt noch ein Seil. Egal, wir wollten... zerschmetternde Pfeile. 7 bis 11. Im Moment habe ich mich vorhin verlesen und der Kupferpfeil macht... 11 bis 15. Oh, ja, ich habe mich verguckt, aber egal. 7 bis 11. 7 bis 11. Und was hat der normale Eisenpfeil? 3 bis 7. Na, ist schon ein Riesenunterschied. 7 bis 11. 3 bis 7. Das heißt 2. Theoretisch 3. Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt 6 mal diese Eisenpfeile. Die sind zwar schlechter als die zerschmetterten Pfeile, aber wir können uns davon deutlich mehr herstellen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ein paar Kupferpfeile haben wir noch auf Lager. Und dann gehen wir mal rechts in den Dungeon. Da wollten wir jetzt schon seit längerer Zeit mal wieder hinschauen, haben es aber bisher nicht geschafft. Oh, und mir fällt gerade auf, dass hier an der Werkbank so ein schicker Totenschädel ist. Ja. Ah, so eine schöne Detailverliebtheit hier, das gefällt mir an dem Spiel unheimlich. So, und einmal noch. Dann haben wir doch einen ganzen Haufen Federnetzer verprasst. Aber wir dürften jetzt... Blub. Mensch, einen ganzen Haufen Stück, das ist sehr gut. Ja, ich würde vorschlagen, wir... Na, stopp hier. 20 von den billigen haben wir noch. 2 bis 6 und die haben 3 bis 7. Ist ein bisschen besser. Auf jeden Fall können wir uns mit der Anzahl am Feinschau deutlich besser wehren auf die Entfernung. Das heißt jetzt, ja, die Skelette, die werden wir wahrscheinlich weiterhin im Nahkampf machen. Aber gerade die Spinnen, die sind ja, wie schon gesagt, sehr anfällig gegen diese Pfeilschäden. Da ist ein Wolf. Hier, kriegst gleich mal einen Pfeil. Oh nein, Gegenwind, das ist natürlich schwierig. Dann müssen wir uns hier im Nahkampf stellen. Komm, noch ein Tritt. Ne, das Mann mag ja nicht reden. Ach ja, der Nordmann, der starke Nordmann hier kommt gegen ein bisschen Wind nicht an. Kann ich an dem Loch irgendwas machen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann mit dem Bogen das Huhn wegschießen. Ne, geht nicht. Ah, weg hier. Ach, falsche Richtung. Okay, das mit dem Blocken habe ich, wie gesagt, immer noch nicht ganz raus. Dafür klappt es mit dem Draufhauen schon besser. So, Wolf ist platt. Ich habe auch ganz gut hier Midis reingeworfen. Ein bisschen einen Geschwindigkeits... einen alten Schlaftrank. Der regeneriert über 60 Sekunden pro Sekunde 4 Lebenspunkte. Ah ja, das Hühnchen kannst du treten. Beim Wolf bist du nicht dazu fähig. Na gut. Egal, jetzt sind wir schon drin. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal schnell zu den Bäumen schauen, aber dann werde ich ja wieder bloß abgelenkt. Was haben wir hier denn alles Schönes drin? Ja, dadurch, dass wir die letzten Male auf in unserer Mine unterwegs waren, ich glaube, der ein oder andere Höhlentroll erwartet uns hier. Und ich denke, wir können getrost mal hier bis auf Level 5... Oh, stopp! Okay, gut. Da hauen wir doch... Die sind zwar ziemlich stark, aber auch echt sehr, sehr schwach, was die Pfeile angeht. 2 Pfeile und das Ding war kaputt. Ich meine, es war vorher schon verletzt. Aber trotzdem, für das, dass wir jetzt hier kein Leben verloren haben. Und was immer wichtiger wird, sind Pilze. Wir brauchen für alle möglichen Arten an Tränken immer wieder verschiedene Pilze und auch zum Kochen. Ich meine, ich finde es alleine eine schwache Nummer, dass man zum Brauen von Met eine Brauwurzel braucht. Oh, schick! Eine Brauwurzel braucht.
Und die sind anscheinend doch recht selten. Dafür haben wir jetzt einen Trank des Schutzes. Und anscheinend waren wir hier auf dieser Ebene noch nicht, weil sonst wäre die Kiste noch leer gewesen. Oder respawn das ganze Zeug. Oh! Also entweder haben wir das wirklich vorhin alles nicht mitgenommen oder das Zeug ist jetzt alles nachgespawnt. Und schon sind wir hier wieder richtig gut bestückt mit Tränken. Und die ersten Skelette kommen auch schon wieder hierher. So, euch mache ich doch mal so. Kriegst du noch? Okay. Auf sie mit Gebrüll! So, da hilft dir dein Helm auch nochmal weiter. Ja, die Gegner lassen auch gefühlt besseres und mehr Material mitfallen. Und ich sollte mir vielleicht einmal die Hacke ausrüsten. Das ist meine Kupferhacke, okay, das passt. Hier der nächste Pilz. Es scheint auch ein Unterschied zu sein, ob ich jetzt Pilze hier unter... Also was für Pilze man findet, ob es jetzt unterirdisch oder oberirdisch ist. Und da die nächste Truhe ist jetzt auch wieder was drin. Ja! Mensch, ja, toll. War ein spektakulärer Loot Run. Wir sind nämlich hier nach nicht mal 2 Minuten voll. Die edlen Armbänder. Okay. So, ein bisschen Licht hier unten ist nicht verkehrt. Dich hierhin und Med bräuchte man eigentlich. Stopp, ich habe so viel Pfeile. Das geht doch stacken. So, dann wäre die Truhe auch gelootet. Ah, das freut mich. Nein! Ein glatzköpfiger Troll. So, wir rüsten jetzt auf. Ich möchte jetzt wissen, ob ich den Troll schaffe. Und dazu nehme ich... Komm, Eisenpfeile, haben wir genug. Geschwindigkeit... wir hauen uns jetzt einen reinen Geschwindigkeitstrank rein, weil Leben haben wir eigentlich relativ viel. Und dann schauen wir mal... Boah, das macht ja gar nichts an Schaden. Oh oh. Ja, kleines bisschen, aber... Das können wir ignorieren. Ich befürchte, dass... Oh nein, jetzt waren wir angegriffen. Gut, hilft alles nichts. Wir teleportieren uns jetzt hier für 5 Goldstücke zurück zum Schloss. Ne, links nix. Ah, hier rechts. So, wir hauen wieder auf einen drauf. Dann kommt der rein. Und... Mensch. Wir brauchen dringend bessere Waffen. Ich habe eigentlich gedacht, wir sparen uns das mit der Waffe machen, bis wir dieses Eisenschwert kriegen. Aber Eisen ist hier anscheinend nicht das Nonplusultra-Material. Also jede Kupfergeschichte ist deutlich heftiger unterwegs. Was man vor allem auch bei den Pfeilen merkt. Der Kupferpfeil, der hat richtig, richtig dick Schaden. Und der Eisenpfeil hat, ja, ist eigentlich lächerlich im Gegensatz zu dem, was der Kupferpfeil an Schaden macht. So, hier, Fahnenträger sind immer die Arschlöcher im Kampf. Die müssen nämlich gleichzeitig noch ihre Fahne halten und das Ganze bis in den Tod. So. Ah, dafür lassen sie immer mehr Steine da. Na, komm schon. So. Wir nutzen die Gelegenheit auch gleich und schauen mal nach. Wir haben 6 Eier, die nehmen wir alle mal mit. Schauen wir kurz mal links. Okay. Kein... Oh, Gegenwind. Keine Skelette in Reichweite. Wir gehen jetzt schnell runter, müllen uns aus und dann kann es eigentlich schon wieder Richtung Dungeon gehen. Und mal schauen, wenn wir eine vernünftige Anzahl an Gegenständen haben, was jetzt diese Armbänder oder die Hacken angeht. Angerostetes Schwert, das ist, glaube ich, genau das, was wir haben. Jupp. Ja, dann können wir mit dem Zeug mal zum Händler gehen, weil selbst wenn es mal bloß 10, 12 Goldstücke dafür gibt, ist es deutlich mehr, als es für ein Wolfsfell gibt. Ne, das war Essenskiste. Haben wir hier irgendwas drin? Ja, Spinnenfleisch und Geflügelfleisch.
Die trockenen Samen, die wollte ich hier auch reinklatschen und. Met. Met könnten wir eigentlich auch hier mit reinhauen zum Honig. Es rentiert sich ja fast nicht. Ah ja, Eier haben wir auch noch dabei. Und. Ein bisschen Salz. Na. So, du kommst hier rein. So. Dann können wir das ganze Zeug hier jetzt mal raushauen. Das brauchen wir jetzt derzeit überhaupt nicht. Die Federn, die schmeiße ich zum Baumaterial mit rein. Und ja, lassen wir jetzt mal hier drin. Dann das lassen wir hier. Steine. Naja, immerhin 7 Stück. Ich weiß noch, wie wir am Anfang rumgerannt sind und gebetet haben, dass wir einen nächsten finden. Alter Schutztrank. Und Geschwindigkeitstränke. Ja, die lassen wir auch mal mit hier ein bisschen umsortieren. Das ist Müll, das ist Müll. Ja, und damit wäre die Kiste schon wieder mal voll. Aber es ist ja bei mir nichts Neues. So, Pilze. Alles rein und wieder ein neuer. Und was haben wir hier? Den Hammer schon. Dich haben wir auch schon. So, können wir hier noch? Ja, können wir. Ein bisschen Tränke noch stecken. Und dieser Zornestrank. Ich weiß nicht, soll man mitnehmen, soll man nicht mitnehmen. Ich denke, das können wir uns jetzt erstmal sparen. Ja, und das schmeißen wir jetzt noch hier mit rein. Dann nehme ich die hier auch nochmal raus. Ja, genau. Und zwischen den letzten Folgen habe ich mir noch eine neue Kiste gegönnt, beziehungsweise das ganze Zeug mal ein bisschen umsortiert, dass es beisammen ist. Das soll jetzt hier die Pilze- und Alchemiekiste werden. Ja, hier aller möglicher Schnickschnack. Ja, und dann geht es eigentlich schon wieder direkt hier Richtung Dungeon. Ich habe bloß so die Befürchtung, dass wenn wir jetzt halt hier wieder reingehen, die Skelette von der anderen Seite an die Tür klopfen. Vielleicht haben wir Glück und die kommen jetzt noch. Aber vermutlich erst, ja, die nächsten 5 Minuten. Wir können ja mal einen Schluck in die Richtung spitzen. Wenn du hier so trödelst, dann hast du verloren. Okay, gut, egal. Ja, das war das auch ein Dungeon? Ja, jetzt machen wir erstmal beim anderen weiter. Wenn da hier auf jeder Ebene das Zeug wieder nachgespawnt ist, dann, ja, ultimativ. So, kriegen wir das Hühnchen hier noch? Ne. Egal, so. Rein mit dir und, ja, hätte ich gesagt, laufen wir mal hier auf der linken Seite weiter. Weil rechts waren wir jetzt schon, dann vielleicht ist er hier auch wieder was. Ne, hier ist nichts mehr drin. Vielleicht sind wir auch wirklich an den anderen Truhen vorbeigelaufen, dass wir die einfach noch nicht hatten. Das kann natürlich auch sein. So, was erwartet uns hier? Eine Truhe, aber das müsste dann auch schon eine leere sein. Ja, okay. Schaut nicht so aus, als ob die Dinge respawnen. Schade, schade, schade. Nee. Ah, und es sind jetzt auch andere. Die haben immer mehr Rüstung an. Ratte hier, bam. Okay, egal. Stellen wir uns den Leuten hier. Die Skelette sind ja keine große Herausforderung. Und es lohnt sich auch immer mehr, die kalt zu machen. Der hat schon wieder Steinsalz fallen lassen. Ich meine, das ist billig, das können wir uns auch kaufen, aber allein wegen den Pfeilen ist es schon eine recht schicke Nummer. Geben nicht viel Schaden, aber man kann sich trotzdem wehren.
So, wo geht's hier hin? Ist das jetzt die andere Seite vom Troll? Was machen wir mal weg? Oh, da können wir uns theoretisch, wenn wir Kochstelle finden, was kochen. Na, essen. So. Das soll jetzt erstmal genügen. Und für den... Ah ja, schießen wir weiterhin mit Eisenpfeilen drauf. Und der ist immer noch sauer auf mich. Oh, und wir haben keinen Geschwindigkeitstrank mehr. So, hoch oder runter, hoch oder runter, hoch. Der Sack hat uns jetzt echt erwischt. Okay, Planänderung. Wir nehmen die guten Kupferpfeile. Nee, die nehmen wir jetzt nicht, weil wenn es dann wirklich mal eng wird, dann haben wir keine mehr. Sprich, wenn der Spinne auf uns zukommt und wir können nicht abhauen. Dieser... Troll! Okay. Hier, trinken. Und schneller. Und nach unten. Die ganze Rattenarmee, die machen wir noch weg. Oh, wenn uns die nicht wegmacht. Okay, egal wie schwach ein Gegner ist, wenn die in der Truppe auftauchen, dann wird's problematisch. Ja, hat uns jetzt ganz gut Leben gekostet. Aber hier ist noch eine Truhe, die leider leer ist. Ja, also links haben wir hier anscheinend schon wirklich alles durchgeludet. Bogen, Brot, Essen, gut. Nee, das kann man knicken hier. Da brauchen wir ja... Da brauchen wir ja Jahre. So, ein noch für den Weg. Na komm, verzieh dich. Ja, und wenn wir hier einen Stock tiefer sind, sehen wir leider auch nicht die Lebensenergie. Aber ein Pilz! Okay. Nee, einzelne kann man so wegmachen. Hier hässt dich nicht von der Truppe entfernen, dann hässt es auch kein Problem. Ah, der Sensenmann da hinten, der sieht irgendwie traurig aus. Und jetzt sieht er irgendwie kaputt aus. Aber Pilze scheinen zu wissen. Oh, hier ist auch alles voll. Ja, Pfeile des Trolls. Ja, super. Die nehmen wir doch gleich mal. Ja, schon wieder so ein Schwert. Und Jägergürtel. Was haben wir für einen? Gar keinen. Okay, wir haben jetzt einen Jägergürtel. So. Ah, ja. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Jetzt müssten wir eigentlich zurückgehen und uns um ja, die Verteidigung kümmern. Aber wir haben noch ein bisschen Platz und den möchte ich schon noch ganz gern voll machen. Vielleicht finden wir jetzt hier noch schnell irgendwas Interessantes, zum Beispiel eine Truhe. Ah ja. Eine Kohlepfanne ist eine Kohlepfanne und ein Pilz ist ein Pilz. Die Burg, die wird schon noch ein bisschen durchhalten. Und ach, mies, jetzt kommen wir hier nicht hoch. Ja. Idee. Ich nehme jetzt hier und hack hier und dann müsste das auch nach oben gehen. Na, jetzt hack doch einfach. Hacken. Ja, genau. Und es funktioniert. Super. Okay, gut. Wenn man drunter... Na. Also wenn man drunter ist und oben drüber ein Eingang ist, dann kommen wir auch durch den Eingang. Egal, bevor uns die hier die Bude zerkloppen, hier noch einen Sprung nach Hause. Dann kloppen wir die noch gemütlich weg und... Oh, der hat ein schickes Schild. Das war mal ein Mönch oder so, ne? Platte hat er immer noch. Ich will dein Schild haben! Okay, jetzt habe ich zwei gepult. Egal. So, und der letzte Kollege hier noch. Hat's der Igel überlebt? Komm, Igel! Du schaffst es! Steh auf! Steh auf! 1, 2, 3, 4.
Oh, komm schon. Igel hat es überlebt. Er lebt! Der Igel lebt! Und dö. In diesem Sinne, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch der Igel wichtig ist und wenn ihr wissen wollt, wie geht's mit dem Igel weiter, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Niflheim. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und adieu.